Man merkt, es ist immer noch winterlich frisch. Ich bin gerade erst hier in der Werkstatt angekommen. Also der Kamin, der bollert schon. Es wird hier langsam wärmer. Ich kann gleich irgendwann die Jacke ausziehen. Schön mal wieder hier zu sein. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Stahlschmiede aus Friesland. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Onkel Jan, wer mich noch nicht kennt. Heute wird mal wieder geschweißt und nach langer, langer Zeit wird mal wieder Wick geschweißt. Hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr. So, was ist das Corpus Delicti des heutigen Abends? Ein Auspuffrohr, ein Abgasrohr. Es ist nicht der Auspuff, es ist das Abgasrohr vom Turbolader zum... Ja, was ist denn das? Zum nächsten Flansch, wo es dann halt zum Auspuff dann rüber geht, vom Fendt Vario 820. Ja, und dieses Rohr, auch wenn so ein Schlepper schon viele Stunden hinter sich hat, irgendwann leidet auch mal so ein Abgasrohr. Das ist einfach so, ihr seht hier die Isolierung, das hat alles schon so ein bisschen gelitten, das bleibt einfach nicht aus. Das ist halt bei, ich weiß nicht, wie viele Stunden der Schlepper schon hat. Es sind nicht wenige, dann bleibt das einfach nicht aus. Und dann sind dann halt diese Flansche, diese V-Band-Flansche, die verschleißen dann irgendwann mit der Zeit. Ne? Hier kann man, der sieht eigentlich vom Prinzip her noch gut aus, aber da kann man sehen, da ist ein Riss. Diesen Riss zu schweißen und wieder zurechtzumachen, ja, könnte man machen. Ob das aber unbedingt stabil ist, weiß ich nicht. Kümmern wir uns gleich drum. Das ist die andere Seite, die am Turbolader sitzt. Die hat natürlich mit am meisten gelitten. Und deswegen ist gerade hierfür, ist es jetzt natürlich von Vorteil, das im Wickverfahren zu machen. Man könnte es auch Mack schweißen, ganz klar. Aber es ist halt nur so, was ist das? 1,5–2 mm Materialstärke kann man, wie gesagt, Mack schweißen. Hast aber ziemlich viel Materialauftrag und im Wickverfahren kannst du die Schmelze ein bisschen besser kontrollieren. Und vielleicht, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen 0,6, 0,8 mm Edelstahlblech liegen habe. Vielleicht kann ich irgendwie diese Isolierung noch wieder ein bisschen aufhübschen. Müssen wir mal schauen, das sehen wir später. Dieses Rohr ist nicht gerade billig, wenn man das jetzt im Ganzen kaufen würde. Ne? Der Fendt kennt, der kennt die Ersatzteilpreise. Wir sind im vierstelligen Bereich, ist es nicht günstig. So, was kann man dagegen tun? Fendt bietet dazu was ganz Tolles an, nämlich man kann diese Flansche kriegen für die V-Band-Schellen, dass man dann halt die einfach austauschen kann. Ne? Hier kommt dann halt eine Schelle drüber. Und dann kann man das wieder zusammendrehen. Wunderbare Sache. Und das Schöne dabei ist, die sind schon so auf Maß. Kann man dann hier reinsetzen. Ich muss hier einfach nur beigehen, das einmal hier bündig abschneiden. Eben beischleifen, einsetzen, außen eben sauber machen. Und dann kann ich es im Wickverfahren verschweißen. Und vielleicht, das könnte schwierig werden, von innen werde ich es wohl nicht verschweißen können. Ich muss gucken, dass ich es von außen eine schöne saubere Naht drumherum kriege. Soll aber alles überhaupt gar kein Problem sein. So. Ja, Wickschweißen. Mit welchem Gerät machen wir das denn? Ich habe vor geraumer Zeit, vor 2 Wochen, hatte ich Besuch von einem ganz netten Außendienstler der Firma Yes Welding. Yes Welding kennt ihr bei mir jetzt ja schon mit dem Max-Schweißgerät. Da habe ich ja letztes Jahr die Maximix 250 gekauft. Und wir hatten hier und da mal ein paar nette Gespräche und die haben gesagt, hey, hast du nicht mal Bock, eins unserer Wickschweißgeräte zu testen? So, ja, ist doch klar. Ne? Warum nicht? Ne? Ausprobieren. Also auf so ein Gerät bin ich ultra neugierig. Ich werde in diesem Gerät, in diesem Video jetzt keine Gerätevorstellung machen. Das kommt in einem separaten Video, wenn ich da mal Zeit und Ruhe zu habe, weil dieses Gerät hat so viele Funktionen und ich muss mich von der Denkweise ein bisschen umstellen. Das muss ich in einem separaten. Ich muss noch ein bisschen mit diesem Gerät lernen und dann werde ich da mal ein bisschen was Näheres zu erzählen können. Was wir hier aber haben, ist die Yes Welding ProTIC 220AC. Das ist ein, die gibt es auch als DC-Variante. Das ist jetzt die 220 Ampere AC-DC-Variante mit Speedpuls, mit Lift Arc, mit Lift Tick und die kann alles Mögliche. Unfassbar viel. Das ist ein richtiges Profi-Gerät. Ist jetzt in diesem Zustand geliefert worden mit einem 3-4 Meter Binzel Abitic 200 Brenner Schlauchpaket, ne? Mit
zusätzlichen Knopf für Ampereverstellung. Gleich eine Glaslinse ist mitgekommen, Jumbo-Düsen sind mitgekommen. Ganz schöne Sache. Das Gerät habe ich jetzt leihweise hier hingestellt bekommen, dass ich es einfach mal ausprobieren kann, dass ich es euch zeigen kann. Und das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Ist ein 220 Volt Gerät oder 230 Volt Gerät. Ja, hat halt das Binzelbrennerpaket. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Gasschlauch ist schon dran gewesen. Hat ein sehr langes Anschlusskabel. Wie gesagt, Gerätevorstellung in einem separaten Video. Dafür springt das jetzt den Rahmen. So, was ich aber noch dazu zusätzlich jetzt ein paar Tage später bekommen habe. Ich habe ja letztes Jahr diesen INE Schweißhelm habe ich ja mit der MAC-Anlage zusammengekauft. Da ist mir aufgefallen, der ist beim Wickschweißen ist die Verzögerung die Zeit von hell auf dunkel, also auch die Umschaltzeit, der braucht irgendwie zu lange dafür. Ich habe zwar eine frische Batterie eingelegt, aber nee, das war nicht zielführend. Und dann habe ich bei Jess mal nachgefragt, hey, wie sieht's aus? Habt ihr da was? Ja, haben sie. Jet Arc. Das ist der hauseigene Schweißhelm. Den werde ich heute mal in diesem Zuge dann noch ausprobieren. Ich werde ihn mal rausholen. Wir können uns den mal angucken. Dass wir den auch mal testen können, dass wir da mal durchglotzen können und so. Ihr wisst, mit den Aufnahmen durch den Helm, das ist bei mir natürlich immer ein bisschen schwierig. Dafür bräuchte ich eigentlich einen zweiten Mann. Aber jetzt derzeit pandemiebedingt mit mehreren Leuten aufeinander hocken. Ihr wisst, wie es ist. Ne? Gleich Batterie mitgeliefert, Ersatzgläser, Schutzgläser, alles gleich mit dabei. Bedienungsanleitung, Aufbauanleitung. Richtig gut. Das gefällt mir sehr. Gucken wir mal rein. Einmal aus der Hülle raus. Tata. Das ist immer das Schönste, ne? Einmal eben die Schutzfolie entfernen. Geht aber leichter, wenn man die Kassette einmal raus hat. Wie kann man diese Kassette demontieren? Oh, das sieht einfach aus. Da haben wir hier, können wir sehen, da. Da ist ein Nupsi, da ist ein Nupsi. Und dann sollte man das anheben können. Geil, wie einfach. Cool. So. Und dann hat man die ganze Kassette draußen. Und dann kann ich hier auch schon die Schutzfolie von abziehen. Geht natürlich auch leichter, wenn man das Glas einmal raus hat. Klick. Da muss man sich dann nicht großartig quälen. So. Das Glas gleich wieder rein. Zap, zap, zap. Auch richtig machen, Jan. Oh. Ich muss gleich noch einen Kaffee trinken. Ich habe ein bisschen zittrige Hände. Ich will nichts kaputt machen. So, zack, ist drin. So, das ist die ganze Kassette. Ne? Da muss man natürlich darauf aufpassen, dass das nicht dreckig wird, dass da nichts rankommt. Deswegen ist ja auch noch extra Glas davor. So, mal schauen. Nein, die Batterie ist noch nicht drin. Aha. So, und da kannst du dann auch noch einstellen. Ich muss mich hier sogar so ein bisschen einfuchsen. Kannst du einstellen, Shade 5 bis 8, Shade 9 bis 13. Ja, ich lasse es mal auf 9 bis 13, da ist es gut. Da kannst du dann halt die Verdunkelung einstellen. Ich schweiße meistens bei Stufe, ja, so Stufe 10 bis 11. Empfindlichkeit kannst du ganz runterdrehen, dann bist du auf Schleifen. Ich habe sie relativ hoch meistens eingestellt und die Verzögerungszeit, der Delay von dunkel wieder auf hell, den stelle ich mal so ungefähr mittig ein. Da fahre ich eigentlich immer ganz gut mit. Mal schauen, wie es bei diesem Helm sein wird. So, jetzt dieses Glas eben noch rausnehmen. Das kann man, müsste man dann eigentlich so nach innen reinploppen können. Ja. Oh, oh, ah. Guck dir das mal an. Da ist sogar noch eine Dichtung dazwischen. Das sitzt in einer Dichtung drin. Das ist interessant gelöst. Kennen wir so noch nicht. Schönes Ding. Zack. Ja, das ist schön. So, dann kann da auch absolut nichts durchkommen und die Kassette bleibt absolut sauber. Sehr gut. Schön gemacht, Leute. Schön gemacht. So, dann kommst du da wieder vor. Zap, zap, zap. Sitzt wieder drin. Na, ist auch eine True Color Kassette. Da muss jetzt aber eben noch eine Batterie rein.
weil ohne Batterie geht es ja nicht. So, die holen wir dann mal raus. Und da bin ich mal hart gespannt, wie dieser Helm sich schlagen wird. Zap, Frage, wo ist das Batteriefach? Ist das einfach zu finden? Das kann ja eigentlich nur hier irgendwo an der Seite sein. Da muss die Kassette bestimmt noch aus diesem Rahmen rausgeholt werden. Ja. Genau so ist das nämlich auch. Zack. Vorsichtig. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? So. Vorsichtig rausholen. Klick. Und da ist... Da ist er. So, wie rum musst du rein? Da ist ein Kontakt, da ist ein Kontakt. Der muss so rum rein. Zack. Coolio. Wie einfach ist das bitte? Ja, das gefällt schon mal. So, wieder einsetzen, bis es Klick sagt. Zack, die Bohne. Mal die Fingerspuren entfernen. Und dann kann das Ganze wieder eingebaut werden. Das ist ja... Halt, jetzt wo wir es noch draußen haben, einmal testen. Mal gucken. Das wird natürlich schwierig. Ja, man kann erkennen, da bewegt sich was, ne? So. Mal eben so eine Schweißkassette vor die Kamera halten und dann filmen. Das funktioniert nur in den seltensten Fällen. So, zack, fertig. Und cool. Schönes Kopfband. Vorne schön gepolstert, das gefällt. Ja. Oh ja, sehr großes Sichtfeld. Sehr großes Sichtfeld. Das ist in Ordnung. Cool. Ja. Den muss ich nochmal umstellen. Der ist noch zu weit. Du musst weiter nach. Ach dann. Gut, das mache ich aber abseits der Kamera. Da kümmere ich mich gleich drum. Der ist mir noch zu nah am Gesicht. Also, so viel dazu. Schöner Helm. Yes, vielen Dank dafür. Ja, und dann würde ich sagen, Winkelschleifer fertig machen, Trennscheibe dran, sauber abtrennen, sauber machen. Los geht's. Einmal die Flanschflächen abschneiden. So, und da müssen wir natürlich auch noch gucken, wie ich das hier mit mache. Und, ach ja, was dann auch noch ist, ist, hier sitzt eine Mutter hinter, das muss ich nachher auch eben abtrennen und dann wird das wieder neu verschweißt. Das kann ich gleich eigentlich auch eben noch abschneiden und dann muss hier eben einmal die Mutter raus und dann eine neue dahinter, beziehungsweise vielleicht kriege ich die irgendwie ausgedreht, muss ich mal schauen. Werde ich gleich sehen, wenn ich es abhabe. So, jetzt ist es ist relativ einfach in diesem Fall. Ich muss hier nur eben den Kragen hier wegmachen von dem restlichen Flansch, der noch übrig geblieben ist. Und dann kommt der neue davor. Dann habe ich es auch schon gleich gerade. Ne? Dann kann da nichts bei passieren. Das Ding ist, hier ist auch noch ein Fleckstück drin. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Fertigungstoleranz von 1 bis 2 mm habe, dann ist das nicht so schlimm. Das Flexrohr gleicht das aus. Ne? Also da ist genug Spiel drin. Da kann nichts bei passieren. So. Ja, das ist natürlich jetzt mit diesem alten Hitzeschutzblech. Es ist ein bisschen nervig. Aber es ist nun mal dran, es gehört dazu, was willst du machen, ist einfach so. So, lange Rede, kurzer Sinn, einfach mal machen, könnte ja gut werden am Ende. Ne? So, einmal so rum hinlegen, Schutzbrille aufsetzen, Kondom überziehen, ab dafür, los geht's. Das war schon, der Rest wird mit der Fächerscheibe beigeschliffen. So, dieses Ende. Hier ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, hier ist die Schutz, das Hitzeschutzblech ist ja hier dran mit angeschweißt. Das werde ich dann nachher mit verschweißen müssen. Müssen wir gucken. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Es nützt nichts. Es muss ab, es muss neu. Es ist ja gerissen hier und das hier aufschweißen und neu machen, das ist alles noch halb garer Kram, das hat keinen Zweck. Ja, machen wir einmal vernünftig. Wir haben die Teile da.
Das war schon. So, da haben wir dann auch relativ sauberes Material, das ist gut. So, gucken wir das Beste draus machen. Leben in der Lage ist die Devise. Ja. So, Treckerscheibe. Das sieht gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Siehste, das sieht sehr gut aus. So, guck. Jetzt kann ich hier. Hoppala. Ich habe jetzt hier noch genug Randmaterial, dass ich hier vernünftig ansetzen kann, dass ich da das Schweiß gut schön dazwischen laufen kann, lassen kann. Na, das ist in Ordnung. Das geht. Da muss ich gucken, dass ich das noch ein bisschen sauber geputzt kriege. Und dann ist das in Ordnung. Auf der anderen Seite genauso. Können wir mit arbeiten. Das gefällt mir soweit. So, jetzt kommt er eben noch ab, weil er muss ja auch eben noch aufgefrischt werden. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, das mache ich hier unterhalb der Schweißnaht, dann kann ich hier an der bestehenden Schweißnaht, kann ich ihn wieder aufsetzen, habe ich genug Material, genug Fleisch, kann nichts passieren. Das ist eine 8mm Mutter. Die ist einfach von innen gegen geheftet. Raustrennen, neu reinsetzen. Das ist das kleinste Problem. Kriegen wir alles hin. So, wenn man das Blech nicht zu sehr verdrießgenadeln will, ne, weil man sieht, das fängt dann an sich zu biegen. Hier, irgendwas drunter legen, was ungefähr so das Maß hat. Kann da nichts mehr passieren. Ne? Bisschen größeren Hammer nehmen. Der muss jetzt so kommen. Zack, da ist er schon. Ja, das dann sauber machen, 8mm Mutter dahinter. Ab dafür. Das soll jetzt ja, ach, wenn es mal so weiterläuft. Ne? Den mal wieder gerade dengeln. Wie neu. Cool. So viel dazu. So. Gucken, dass es einigermaßen mittig sitzt, so wie es vorher auch war. Jetzt natürlich die Position halten. Ja, schon verkackt. Und dann sitzt er fest und dann kann er verschweißt werden. Ne? So, das machen wir mal jetzt. Das haben wir soweit. So, jetzt kommt der große Moment. Schweißgerät an. Gas auf. Schweißgerät an. Hat eine temperaturgestützte Lüftersteuerung. Seid ihr mir runtergefallen? Auch nichts passiert. So. So, jetzt mal eben gucken. Was ich aber eben noch machen muss, ich habe jetzt eine 1,6 mm Elektrode drin.
in rosa. Die muss ich eben noch anschließen. Ein Sechser müsste jetzt für den Fall eigentlich auch reichen. So. Bisschen mehr die Elektrode rausstehen lassen. Kann bestimmt nicht verkehrt sein. So. So, was stellen wir da rein? Da haben wir jetzt, da gehen wir mal auf 80 Ampere. Das ist, da haben wir nämlich auch schon das Maximalste der Elektrode erreicht. Achso, ich stand noch komplett falsch. So. 80 Ampere, Gasvorlauf 0,6 Sekunden. Ich will keinen Anlaufstrom haben, ich will keinen Downslope haben. Nein, und Gasnachlaufzeit setzen wir mal auf 5 Sekunden, das kann bestimmt nicht schaden. Okay, so. Gas ist offen, mal gucken. Stelle ich mir auf 10 Liter ungefähr ein, 10, 11 Liter, müsste reichen für den Fall. Ja. Und dann mal kicken, wie uns das Ganze denn so gelingt. Ne? Mal kurz irgendwas von dem. Haben wir noch ein Probeblech hier? Irgendwas? Irgendwas? Gucken. Das war schon. Muss jetzt nicht besonders viel halten. Es geht jetzt einfach nur darum, dass die Mutter in Position gehalten wird, wenn man dran rummontiert, tut und macht. Das ist gut. Das lassen wir soweit bestehen. So, zack. Raus ist er. Ah, war ein bisschen viel Temperatur. Ist aber nicht schlimm. Das schon mal wieder schön aus. Dann kann das da dran.
Der Helm gefällt mir übrigens sehr gut, muss ich gerade feststellen. Die Hefte mit 80 Ampere funktioniert auch sehr gut. Bin beeindruckt. Sehr stabiler Lichtbogen, sehr ruhiger Lichtbogen, unruhige Hand habe ich gerade. Aber ansonsten, so läuft. Ja, jetzt muss ich mir irgendwas hier hinlegen, dass ich das ein bisschen besser... Also, da kann man doch durchaus mit leben. Schöne, geschmeidige Naht darüber, wunderbar. Wenn ich das ins Licht halte, bin ich auch durch. Das konnte ich jetzt auch in der Schmelze, konnte ich das richtig schön sehen, wie das, ja, wie sich die Schmelze verhalten hat, dass ich da eine schöne Wurzel hinkriege. Was will ich mehr? So, jetzt kommen diese Stücke hier dran. Das ist, auch wenn es schön blank ist, es ist kein Edelstahl, es ist auch ganz normal Baustahl oder halt vielleicht SC52, vermute ich. Da sitzt überall Spack dran. Das kann ich theoretisch auch schon fast so verlaufen lassen. Mache ich aber nicht. Erstmal heften.
Technik. So, ich muss sagen, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Ne? Ja, ein bisschen unruhige Hand gehabt, aber ansonsten, die Naht sitzt. Das sieht alles sehr gut aus. Das kann man anbieten. Das wird wieder schön dicht abschließen und das wird halten. Definitiv. Ja, jetzt die andere Seite. Das mache ich eben schnell fertig, ohne Kamera. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, nicht perfekt. Keine Rohrschweißung, wie man es aus Instagram und Co. kennt. Aber es wird halten, das weiß ich. So, da kann man es sehen. Die Außennaht ist super geworden. Ich habe jetzt hier noch das Blech ein bisschen zurückgeschnitten. Und also das, was so zerfleddert war, habe ich zurückgeschnitten. Habe hier jetzt eine Manschette drumherum geschweißt, dass hier wieder ein bisschen Stabilität drin ist. Wunderbar. Hier in der Mitte kann ich nicht allzu viel machen. Ich habe versucht, das zu heften mit wenig Ampere. Keine Chance, das brennt so durch. Das könnte man höchstens nur dadurch lösen, dass man dann ein bisschen frisches von diesem Isolierblech besorgt und das dann nochmal drumherum zieht. Aber es wird so erstmal halten. Von außen sieht das alles sehr schick aus. Ne? Das wird funktionieren, das wird halten, das wird stabil sein, das wird dicht sein. Das ist ja das Wichtigste. Ne? So, genau. Und was ich noch gemacht habe, ich habe eben noch eine kleine Angstnaht an der Innenseite im MAC-Verfahren gezogen. Eben einmal innen dran lang. Weil ich habe nämlich keine kurze Brennerkappe für den Wegbrenner. Und mit der langen Brennerkappe komme ich da nicht rein. Deswegen habe ich das von innen jetzt im MAC-Verfahren geschweißt. Da war genug Fleisch, das ging wunderbar. Und ja, jetzt ist es von innen und von außen oder von außen und von innen verschweißt. Die Dinger, die werden halten, definitiv. Ja, und dann kann das wieder in den Trecker eingebaut werden. Ja, endlich mal wieder so ein bisschen Wegschweißen. Sieht schön aus, gefällt mir sehr. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und dann, ja, wie gesagt, zu der Wegschweißanlage wird es nochmal ein separates Video geben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen oben wird mir gefallen. Und dann, ja, genau. Und wer noch diesen Kanal noch nicht abonniert hat, den lade ich herzlich dazu ein, dieses zu tun. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Onkel Jan. Tschüss.